Psalm 12 lesen wir die ersten Versen. Psalm 12, Vers 1. Die Überschrift ist hier in der Heiligen Schrift: Klage über die Abnahme der Frommen und die Übermacht der Bösen. Vertraue auf göttliche Hilfe. Aber die göttliche Hilfe ist sein Wort. Das Buch mit Gottes Verheißungen. Psalm 12, Vers 1. Am Psalm Davids vorzusingen auf 8 Seiten. Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen. Und die Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen unnütze Dingen und heuchelt und lehren aus uneinigem Herzen. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die da stolz redet, die da sagen, unsere Zunge soll Überhand haben, uns gebührt zu reden. Wer ist unser Herr? Weil denn die Elenden verstört werden und die Armen seufzen, will ich auf, spricht der Herr. Ich will eine Hilfe schaffen, die man getrost lehren soll. Nun, das erste Vers, lesen wir, ist am Psalm Davids vorzusingen auf 8 Seiten. Und das haben wir schon erwähnt in Psalm 6, am Psalm Davids vorzusingen auf 8 Seiten, wahrscheinlich am Musik- oder Musikinstrument. Und dann in Vers 2, ein sehr wichtigen Vers, das geht über eine Bitte. Eine Bitte von David, eine Geschichte, wenn er verfolgt wurde von Saul, von Absalom, beide Typen des Antichrists. Und hier sagt er dann als ja, eine Bitte von der mäßig ein Trübsal Heilige nach der Entrückung, die von der Antichrist verfolgt wird. Hilf Herr, die Heiligen haben abgenommen und die Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern. Hier wird den Heiligen erwähnt. Heiligen sind apart Gesetzten vor Gott. Und das war damals Israel im Alten Testament. So werden die Trübsalheiligen genannt nach der Entrückung der Gemeinde. Praktisch für uns heute, wir sind geheiligt in Christus. Apart gesetzt in Jesus Christus. Und das spürst du ab und zu, du gehörst nicht mehr zu den Leuten aus dieser Welt. Und das heißt, lehrmäßig ist es ein Hinweis zu der Verfolgung von den Juden. Und ich war, heute habe ich noch kurz geschaut, das war ein Holocaust-Überlebende. Die ist immer die letzten Jahrzehnte Schule in Niederlanden vorbeigegangen, um die Leute zu erinnern und zu warnen für den Holocaust. Der Holocaust ist ein lateinisches Wort, beschreibt über die Zerstörung, Vernichtung der Juden. Und da wurden mal ein paar Fragen auf die Straße gesetzt an Jugendliche. Was ist Holocaust? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Die meisten haben keine Ahnung. Das heißt, die Mann ist dann in die Schule eingeladen worden, um als Überlebende, er war von 1940, er war also 5 Jahre alt, wenn der erste, Zweite Weltkrieg geendet hat, um Leute aufzuklären, die Gefahr von einer Endlösung. Und weißt du, was er gesagt hat? Ich tue es nicht mehr. Nicht mehr hat es keinen Sinn mehr. Ich werde dauernd beschimpft von Muslimen, Mädchen mit Haupttüchern in der Klasse, Marokkaner, wer auch, die dann nichts wissen hören wollen über die tatsächliche Zerstörung von mehr als 6 Millionen Juden. Das ist Niederlande, Nordwesten Europas. Ich denke, in der Schweiz soll es nicht so viel anders sein. Das heißt, wir sehen mit den Demos auch heute, nach der Attacke von Hamas auf Israel, ein neues Aufkommen von einem Antisemitismus in den Hunderttausenden. Der Mensch hat nichts von der Geschichte gelernt. Und warum in diesem Zeitgeist, der Geist ist heute der Zeitgeist von Antichrist, die Leute bereiten sich vor das zweite Kommen des Antichrists, ein neuer Holocaust und auch eine Verfolgung von Christen, wenn der Herr nicht, wenn der Herr verbleibt. Dann haben wir ein Glück. Wir sind so klein als Bibelgläubige, dass die meisten, dann sind dann eine Ökumene, irgendwo eine ökumenische Allianz, Freikirche, dass das kein Gefahr mehr ist für die Gott dieser Welt. Aber das ist ein sehr tragischer Zustand. Die Heiligen haben abgenommen. Und deswegen ruft David Hilfe her. Und die Heiligen werden nochmals erwähnt als der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern. Das heißt, Gläubigen, Leute, die Glauben haben, die noch im Glauben ziehen und nicht im Schauen gehen. Was sagt der Herr in Lukas?
Wenn der Sohn des Menschen kommt, soll er auch Glauben finden auf Erden. Es ist verbunden mit Zeit der Kommen Jesus Christus. Und heute sehen wir im 21. Jahrhundert, dass die meisten nicht mehr im Glauben leben möchten. Sie gehen im Schauen. Und heilig leben, getrennt von Schmutz und Sünde, ist heute wie eine Art von Fluchwort. Wie werden Gläubige heute dargestellt? Ja, der Papst ist auch ein gläubiger Mann. Martin Luther King ist ein gläubiger Mann. Mutter Therese war eine sehr gläubige Frau. Ja, alle verlorene Sünder. Gandhi war auch ein göttlicher Person, ein heiliger Mann. Ja, das war ein verlorener Mann, der hat Jesus Christus vollkommen geleugnet. Bestimmte Institutionen, die hat er geschrieben, da und da, das ist eine göttliche Institution, das ist eine gottlose Institution, die die Heilige Schrift vollkommen untergrabt in die meisten protestanten Bibelschulen. Wenn heute Leute denken, ich bin einmal verheiratet, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich unterstütze nicht die Allianz oder die Ökumene, dann bin ich göttlich. Nein, das bist du nicht. Hitler hat das auch alles nicht getan. Und das heißt nicht, dass er göttlich war. Göttlich bedeutet, oder heilig, in Christus apart gesetzt. Wie Christus heilig ist, sollen wir auch heilig sein. Heilig in deinen Gedanken. Wie denkst du? Sind deine Gedanken gefüllt mit dem, was von Gott ist? Oder sind die gefüllt mit den Sachen dieser Welt? In 1. Korinther 2, Vers 16 lesen wir: Denn wer des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen? Wir haben Christi Sinn. Welchen Sinn hast du? Von welchem Sinn wirst du geführt? In 1. Korinther 2, Vers 16. Hast du gerne die Dinge, die Gott hat, oder willst du nur die Dinge tun, die du gerne hast? Das ist auch eine bestimmte Schwierigkeit. Und vor allem, wenn Dinge da sind, die Gott will, dass du tust, die genau gehen gegen dem, was du auf dem Herzen hast, haben dann Lust am Herrn. Die wird dir geben, was dein Herz wünscht. In Psalm 37, Vers 4. Lust an den Herrn habe. Wenn du Lust an den Herrn hast und dich in ihm freust, dann können Dinge in deiner Umgebung weggenommen werden, verzögert werden. Aber das heißt nicht, dass dein Vertrauen an den Herrn scheitern soll. Und vor allem, dass du nach einiger Zeit nicht gerne hast, was der Herr nicht gerne hat. Das heißt, dass du lernst zu hassen, was Gott hasst. Ungerechtigkeit, Schmutz und Sünde im Allgemeinen. Psalm 139, Vers 21. Ich hasse ja, Herr, die dich hassen. Und verdreust mich auf sie, dass sie wieder sich dich nicht setzen. Mit anderen Worten, würde sie sich gegen den Herrn Jesus Christus setzen und ihm hassen, ja, sagt David, die hasse ich auch. Die verabscheue ich, da will ich keine Gemeinschaft mit pflegen. Und diejenigen, die Gottes Worte mit Füßen treten, die Gott nicht fürchten, Gott nicht lieben, damit davon halte ich gerne Distanz. Und das ist eine wichtige Sache, dass da eine Einheit ist unter diejenigen, die auch aus Liebe Dinge für den Herrn aufgeben, einfach weil sie Jesus lieben und die Dinge hassen, die er hasst. So aber jemand Gott liebt, derselbe ist von ihm erkannt. Wenn du den Herrn Jesus liebst, kennt er dich, schützt dich, führt dich oft an eine Art und Weise, dass du denkst, unglaublich, wie Gott mit seinen schützenden Führern dann plötzlich offene Türen gibt, die kein Mensch öffnen kann. Das ist wirklich eine Sache, die Gott nur geben kann für diejenigen, die ihm lieben. Und ab und zu fragt der Herr auch, dass wir etwas aufgeben, nur zur Liebe für ihn. Einfach, weil es ihm nicht gefällt, wenn wir an bestimmte Dinge festhalten. Und du siehst es ab und zu auch, du gibst etwas auf und plötzlich kann der Herr dann das bestätigen, durch ein Gebet zu erhören. Stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei, der Gute, der Wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. Es gibt ein vollkommenes Gotteswille und ab und zu kann der Gotteswille stehen, direkt, linear, 90 Grad auf deine Wille. Und dann ist die Frage, brichst du, beugst du dich oder sagst du, wieso Gott erlaubt, tust du das? Und so sind wir von Natur. Und dann sagt der Herr, ich weiß, was ich tue, du nicht, vertraue mich einfach und es kommt schon in Ordnung. Und das ist oft eine Sache, dass wir gezwungen sind, Dinge aus Händen zu geben, dass er dann durchkommt auf seine Art und Weise, dass wir am Ende sagen müssen, du hast es getan. Ich habe es nicht getan. Ich habe nicht Recht auf etwas, aber du schenkst mir das, um in der Tat, wenn er es schenkt, reichlich genießen zu können. Weil das ist auch ein himmlischer Vater,
Er möchte seine Kinder reichlich beschenken, aber auf seine Art und Weise, dass wir überzeugt sind, dass es von ihm kommt und nicht, dass wir es irgendwo selber ausgearbeitet haben. Ein heiliger Mann zerstört nicht Glauben von anderen. In dieses Buch, die Heilige Schrift, die meisten Pastoren heute zerstören den Glauben in diesem Buch, indem dass sie andere Übersetzungen bevorzugen und damit diese Heilige Schrift attackieren, das Buch, was so ein Segen gewesen ist für das Deutsche Reich. Eine Person, die heilig ist oder gläubig ist, nützt mir nicht ein Buch, was er überhaupt nicht glaubt. Die meisten heute nützen eine Übersetzung, die sie überhaupt nicht glauben, um einfach ein Einkommen zu generieren. Das sind die meisten heute. Das gefällt der Herr überhaupt nicht. Nun, wann kommen Krisen? Nach Vers 2, wenn die Heiligen abnehmen und da wenig Gläubigen sind. Das Beste, was du tun kannst für hier, nehmen wir an die Schweiz, sind wir hier, dass wir beten für unsere Obrigkeit in der Stadt, im Kanton, in den Bundesrat, für die Wahlen und so weiter. Wir haben das oft getan mit der Covid-Zeit und weißt du, das Problem ist, wenn das immer irgendwo weg ist, und heute ist die Covid noch immer da, es gibt noch immer Leute, die krank werden an diese Corona-Sache, aber die Obrigkeit zieht es für was von Grund dann nun nicht mehr durch, obwohl die Möglichkeit noch immer da ist. Und das kann natürlich so kommen, aber wenn eine Krise da kommt, dann fangen wir an zu beten. Das sind die Menschen, ungläubige Menschen. Wir fangen nur an zu beten, wenn es uns wirklich schlecht geht. Und wenn es uns gut geht, dann vergessen wir oft, für Obrigkeit oder anderen zu beten. Nun, wir sehen verbunden mit der Krisezeit, Vers 3, dass etwas ist, was in den Medien sehr bekannt ist. Und schau unter der andere Mann, Vers 3 und Vers 4, wie oft das Wort Zunge und Mund und Rede genannt wird. Einer redet mit dem anderen unnütze Dinge. Das ist die Medien und TV. Und heuchen und lehren aus einem uneinigem Herzen. Das ist eine irre Lehre. Das ist viel Müll, Unsinn, was dauernd in den Medien dargestellt wird. 20 Minuten und all die großen Zeitungen und so weiter. Das ist alles Mögliche, nichts über Gott, die Bibel oder Jesus Christus. Also nichts Positives. Der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die da stolz redet. Die da sagen, unsere Zunge soll überhand nehmen, um zu Gebühr zu reden. Reden bei wer ist unser Herr? Also ist das Wort Zunge und Rede, es wird 1, 2, 3, 4-mal genannt in 3 Versen. Voelen mit Heuchelei und so weiter. Nou, was sehen wir? Der Antichrist ist sein eigen Gott. Und der Antichrist, wenn er anfängt zu reden, redet sehr viel stolze Sachen. Und heute ist der Mensch der Sünde da in Rom, der das Gleiche sagt, aber dann unter den Deckmantel tut von Friede, Friede in Nahost oder Ukraine und Russland und so weiter. Aber komm nach Hebräer, Offenbarung 13, nach der Rückung, wenn dieser Mensch der Sünde wird getötet und aufgesteht als das Tier, der Bestie, dann lesen wir in Offenbarung 13, Vers 5, es war ihm gegeben, ein Mund zu reden, große Dinge und Lästerung, 42 Monate lang. Vers 6, es hatte seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott. Siehst du das Wort Lästerung? Das ging mit dem Mund. Da ist ein Kampf über Wörter. Und das hat zu tun mit Gott, die sich offenbart durch sein Wort, sein Sohn, und ein Buch mit Worten. Und wir sollen so sehen, die größte Verheißung in der Bibel über die Bewahrung von Gottes Worten finden wir genau in Psalm 12 in Verbindung mit diesem Mangel an Heilige, Mangel an Gläubige und an Antichrist, die viele Medien heute alles tut, um den Glauben an den lebendigen Gott und Jesus Christus und diesem Heiligen Schrift zu zerstören. Nun, diese Person ist verbunden mit Vers 3, jemand, der redet unnütze Dinge und heuchelt. Jesus hat auf eine ganze Rede gehalten in Matthäus 23 über Heuchelerei und lehre auf einem uneinigen Herz, einem nicht ehrlichen Herz. Und er spricht große Dinge. Und im Moment, dass das passiert, dann sagt der Herr, will er einmal aufstehen. Und der Herr, Vers 4, will ausrotten alle Heuchler und die Zunge der Stolzredner. Das ist beim zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus. Und er hasst es, wenn da Leute mit diesen Zunge von der Antichrist zerstört werden. Der Herr will diese Leute ausrotten. Und dann lesen wir kommen wir nach Jesaja Kapitel 26. Da ist die Lösung, die Gott gibt für die Trübsal Heiligen. Jesaja 26,
Vers 19 und Vers 20. Vers 19 und Vers 20 von Jesaja 26. Aber deine Toten werden leben und mit dem Leichnam auferstehen. Wacht auf und rühmt, wie ihr liegt unter der Erde. Denn dein Tau ist ein Tau des grünen Feldes, aber das Land der Toten wirst du stürzen. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schleuch die Tür nach dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, Zweite Kommen, also eine Entrückung von Trübsal, Heiligen, kurz vor Zweite Kommen, heimzusuchen die Bosheit der Einwohner des Landes über sie, dass das Land Israel wird offenbaren, ihr Blut, und nicht weiter vernehmen, die drinnen erwürgt sind. Das Blut, das Land Israel soll mit Blut gefüllt werden, wegen der Sünde von Israel und der Sünde von den Heiden. Und wir sehen da, dass eine Auferstehung ist von Trübsal, Heiligen und eine Entrückung von Trübsal, Heiligen, kurz vor das Zweite Kommen des Herrn Jesus Christus. Komm nach Psalm 50, Vers 3 und Vers 4. Psalm 50, Vers 3. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressend Feuer geht vor ihm her, zweite Kommen Jesu, und um ihn her ein großes Wetter. Er ruft Himmel und Erde, dass er sein Volk richte, Israel. Versammelt mir meine Heiligen. Entrückung von Trübsal Heiligen vor zweite Kommen. Wie die fünf Törichten und fünf weise Jungfrauen in Matthäus 25. Die den Bund mehr achten, den Opfer. Bund, die Gott hat mit seinem Volk. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen, denn Gott ist Richter. Selah. Selah, Selah Petra, wo das Volk Israel, Selah Petra, sich versteckt. Gott ist Richter, kommt um zu richten. Aber kurz davor sagt er, versammelt mir meine Heiligen, Psalm 50. Eine Entrückung von Trübsal Heiligen, nicht für uns als Gemeinde, es ist eine ganz klare Beschreibung von David für das Volk Israel. Dann in Vers 6 von Psalm 12. Weil denn die Elenden verstört werden und die Armen seufzen, will ich, spricht der Herr, ich will eine Hilfe schaffen, dass man getrost lehren soll. Wie werden Elenden verstört und Armen seufzen? Warum? Weil in der Trübsalzeit, wenn man das Merkzeichen nicht nimmt, kann man nicht kaufen und verkaufen. Und wir sehen nun schon kurz vor der Trübsalzeit, also in der Gemeindezeit noch, dass die Mittelklasse kaputt gemacht wird. Wir sind sehr gut in Deutschland und Nordwesteuropa. Und dass die Armen ärmer werden, vor allem in der Corona-Zeit, und die Milliardäre nach der Corona-Zeit nur reicher geworden sind. Das ist eigentlich, wie es war, bevor der Reformation. Die Mittelklasse muss kaputt gemacht werden, weil die hindert eine Machtausübung von Rom. Und dann kommt da hier in Vers 7 und 8 in diesem Zustand ein Verheißen von der Bewahrung von Gottes Wort. Das ist sehr wichtig. Weil das ist Trübsalzeit, dass die Heiligen nur noch die Schrift haben. Das gleiche sehen wir in der Gemeindezeit. Da sind so viele Kirchen, die abfallen. Was hat Gott uns zuvertraut? Dieses Buch. Dann kannst du dich immer richten. Du bist enttäuscht, ermutigt. Du findest keinen Trost bei Menschen. Der Herr ist der Tröster, hat sein Buch gegeben. Und der Geist der Wahrheit führt in alle Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist, was Gott sagt in 2. Timotheus auch. 2. Timotheus, letzter Brief von Paulus. Bevor unter Nero geköpft wird, was sagt er dann? Alles Schritt ist von Gott eingegeben, nütze zur Lehre. Das heißt, das, was du hast in den letzten Tagen, wenn es schlimm wird, ist noch die Heilige Schrift, die Trost gibt. Wenn du einsam bist, liest die Bibel. Wenn du kaputt bist, liest die Bibel. Gott spricht direkt durch deine Sinne, durch das Wort Gottes. Ab und zu spürst du das auch. Du bist erschöpft, kaputt, du kannst nicht weiter. Nimmst das Buch, sag bitte, Herr, sprichst du deinen Diener und ich sprich genau direkt durch dich. Du spürst, erfahrt auch seine Trost, seine Gegenwart, das ist verbunden mit diesem Buch. Aber kannst du dir vorstellen, wenn das Buch verdreht, wie die meisten Übersetzungen, dann kann Gott der Heilige Geist nicht mehr so klar zu dir sprechen. Weil Mengen von diesen Wörtern, die in der neuen Übersetzung sind, sind nicht mehr wenig von Gott. Komm nach 2. Timotheus 3 und sehen wir da in den Zusammenhang, in Vers 3, eine sehr interessante Reihenfolge stehen. Erstens in 2. Timotheus 3 haben wir, das ist Gemeindezeit, eine Warnung, dass es in den letzten Tagen der Gemeinde, kurz vor der Rückung, gräuliche Zeiten kommen. Und hier hat man den spezifischen Narzisst.
Die Egoist, die nur von sich selber etwas hält und alles und jede gnadenlos von sich selber ausnützt. Vers 2. Die Menschen werden von sich selbst halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, lästerer wie der Antichrist, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistig, störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mit mehr Wollust denn Gott, Spaß, Vergnügen, das ist, wo die Leute Interesse haben, nicht um Recht zu tun. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, können auch Christen sein, aber seine Kraft verleugnen sie. Was sagt Gott dann? Meide solche Leute. Das ist die perfekte Beschreibung von der 21. christlichen Narzisst. Da ist er. Und dann kann man so weitergehen und so weiter. Und dann endet das Kapitel mit, was hast Gott noch gegeben? Vers 16, die Schrift. Alles Schrift, das Buch, was du hast, heißt deswegen auch Heilige Schrift, die ist von Gott eingegeben, eingeblasen, nütze zur Lehre, zur Strafe, Zeit, wo du vom rechten Pfad weggekommen bist, zur Besserung, wie kommst du zurück, Züchtigung, wie kannst du auf diesem rechten Weg bleiben, in der Gerechtigkeit. Wichtigste Wörter, deutsche Sprache, tue Recht. Warum? Dass ein Mensch Gottes sei vollkommen. Du kannst vollkommen sein, auch in deinem Wandel, wenn du in Abhängigkeit vom Herrn Jesus in Glaube und nicht im Schauer gehst. Zu allem guten Werk geschickt. Das ist die Alternative von der Beschreibung von den letzten Tagen, auch unter Christen in die ersten 6, 7, 8, 9 Versen in 2. Timotheus 3. Das gleiche sehen wir hier im Psalm 12. Und dann kommt da diese wunderbare Verheißung, größte Verheißung von der Bewahrung von der Heiligen Schrift hier in Vers 7 und Vers 8. In der Zeit von großem Abfall, da sagt er, ich sehe es nicht mehr, in die ganze Umgebung, die Christen fallen alle weg und so weiter, sagt Gott in Vers 7, die Rede des Herrn ist lauter, ist rein, wie durchläutet Silber im idenen Tiegel, bewähret siebenmal. Du, Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Dieses Geschlecht ist das Geschlecht, was erwähnt wird in die Versen 2, 3, 4 und 5. Das ist die Leute, die da stolz sind, die heucheln und so weiter, die nicht recht tun wollen. Und Gott hat dafür die Rede, die Worte gegeben, die lauter sind, durchläutert sind. Und ein durchläutertes Silber wird dann gereinigt in diesen, wie im inneren Tiegel, siebenmal bewährt, nicht bewahrt, aber bewährt. Das heißt durch Feuer bewährt. Man kann es vergleichen mit, wir waren da in Schottland im Sommer, da war ein Bruder, die war auch Schmied. Die hat die großen Schwerter, die schottische Mittelschwerter gemacht, auch das Schwert für den heutigen König Charles. Und dann hat er gesagt, du musst das dann heiß machen, schlagen, in Wasser abkühlen, wieder heiß machen, wie wäre es gekühlt, heiß gemacht wird und zusammengeschlagen wird, wie härter das Stahl wird. Und in einem Kampf, wenn du mal etwas kaputt schlägt, das Schwert wird nicht gegen einen anderen Stahl oder Mauer kaputt gehen, es bleibt. Es ist gehärtet, es ist bewährt. Das erklärt auch, warum persönlich für uns, warum Gott ab und zu dich durch Schwierigkeiten lässt. Das ist wie ein Stahl, das bewährt sein muss, wie viel? Siebenmal. Ab und zu denkst du, Herr, muss ich wieder durch diese Läuterung gehen. Warum? Dass du stärker wirst, dass in deinem Glaube bewährt wird, dass du dann ein Segen sein kannst für anderen in deiner Umgebung, die das nicht durchziehen. Weil ab und zu müssen wir mit einem Trost getröst werden, aber dass wir fähig sind, anderen zu trösten mit dem Trost, damit wir von Gott und Heiligen Geist getröstet sind, wenn wir bewährt werden. Und Gott bewahrt und bewährt seine Worte. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass Gott das nicht sagt, ich inspiriere meine Worte, 2. Timotheus 3, ich bewahre sie auch durch Bewährung. Und das Erste, wo der Feind Interesse hat, ist, um das Wort Gottes zu attackieren. Wie das hat getan in Garten Edens, das Erste, was der Satan sagt, zur Schlange, zu Eva, ja, sollte Gott gesagt haben, ja, positiv, und dann die Worte Gottes befragen. Ist das wirklich jedes Wort inspiriert, was Gott hat gegeben? Wer von Gott hört, wer von Gott ist, der hört Gottes Wort, sagt er in Johannes 8, Vers 47. Das heißt, wer von Neuem geboren ist, die ehrlich ist, die aufrichtig ist, die hört Gottes Wort. Das ist das Buch, was du hier in deinem Schoß hast. Darum hört ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Das sagt natürlich die Schrift von Pharisäern, die Jesus oder der Messias bekennen, aber nichts von ihm wissen wollen, wenn er da ihre Augen erscheint, dass Jesus von Nazareth.
Es ist heute auch so. Viele sagen, ich bin von neuem geboren. Kann so sein. Aber die meisten wollen nichts zu tun haben mit diesem Buch, mit Gottes Worten. Und dann sagt der Herr, pass auf für solche Leute. Der Feind ist der größte Nachahmer. Er scheint als ein Engel des Lichts. Hat auch ein Evangelium. Hat auch einen Geist. Hat auch einen Jesus. Aber ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Und de Juden is gegeben das, was God had geredet, sagt er in Römer 3, Vers 2. En we lezen hier in Psalm 12, Vers 7, wo God spricht vier dagen zu. Sein Volk, die Juden, den Heiligen und Gläubigen in Israel, die Rede, die Worte des Herrn, is lauter. En dat is een Heißung zu. Das, was God had gesagt, is aufgeschrieben. En sagt der Herr in Vers 8, du Herr, wollest sie bewahren. Sie ist ein Hinweis zu die Rede des Herrn. Alles, was Gott hat gesagt und danach aufgeschrieben ist, soll ihr bewahren. Erst auf Hebräisch, dann 90% von alles ist in Hebräisch im Alten Testament. 1% ist Aramäisch im Alten Testament. Dann dritte Mal, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Vierte Mal, danach wurde es übersetzt in Syrisch, weil die Gemeinde in Antiochien war ein Syrien. De Peschite heißt das, im 2. Jahrhundert nach Christus. Genau der gleiche Text als unsere Luther-Text oder der King James-Text. Tatsa die Thesaurum, das war ein Text von der Evangelienharmonie, die genauso ist wie unsere Luther-Text, im 2. Jahrhundert nach Christus. Dann hast du gehabt, de fünfte ist Lateinisch, es wurde übersetzt in Latein, wenn die Schrift nach Europa kam, das war Text vom Mittelalter. Dann sechstens, deutsche Luther-Text. Und siebten, der Text in den letzten Tagen weltweit ist Englisch, King James Bible 1611, so 60, 70 Jahre nach der Heiligen Schrift auf Deutsch. Und die King James wurde größtenteils gegründet auf den deutschen Text von Luther. Tyndale, das war der Mann, der die erste Ausgabe machte von der King James, die später King James wurde, ist in 1525 nach Wittenberg gegangen, hat da ein Jahr verblieben, hat unter Luther studiert und hat dort Luthers neutestamentliche Text genommen und die übersetzt auf Englisch. Das ist die Grundlage gewesen von der King James Bibel. Wunderbar. Nun, die reinen Worte, die sind sehr wichtig. Bleiben wir in die Psalmen ein bisschen weiter. Nach Psalm 119, Vers 140, da lesen wir Psalm 119, Vers 140, dein Wort ist wohlgeläutert. Und dann sagt er, dein Knecht hat es lieb. Weil du kannst das Wort lieb haben, weil es durchläutert ist. Es ist rein, es ist heilig. Das einzige Buch, wovon du sagst, das ist 100%, kann ich mich darauf verlassen. Sollte Gott etwas anfangen, was er nicht beenden kann? Nein. Und darum sagt er auch, dass die Jünger seine Worte bewahren sollen in Johannes 14. Die Worte, die hier gegeben sind, er hat nicht die originalen Handschriften gemeint, waren Kopie von Kopie von Kopie von Kopie. Psalm 119, Vers 89 sagt, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist. Wenn alles verbrandt, soll dieses Buch noch da immer sein. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, Mehrzahl, werden nicht vergehen. Sie sind rein, sie sind geheiligt, sie sind kräftig, sie dringen durch die Seele, gehen ins Gewissen, sie werden bewahrt, sie sind personifiziert in der Person von Jesus Christus, also das ewige Wort, sie sind ewig bleibend. Das ist, was Gott tut. Und nochmals, er sagt in Vers 89, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist. Und der Himmel ist sehr weit. Nun, zurück zu unserem Text. Wir lesen da im Psalm 12, du Herr wolltest sie bewahren. Die sie ist ein Hinweis zu die Rede des Herrn in Vers 7. Und dann sagt er, uns behüte. Der uns ist eigentlich ein Ersatz für die sie, als ob die Worte Gottes eine Persönlichkeit sind. Und das ist auch so. Die Worte Gottes sind personifiziert in der Person von Gott selber. Komm nach zwei Versen im Neuen Testament, dann sehen wir das ganz klar in Galater und in Römer. Erstmal in Römer Kapitel 9, Vers 17. Römer 9, Vers 17 und Galater 3, Vers 8 in der anderen Hand. Und dann sehen wir zweimal, wird das Wort Schrift erwähnt, aber das ist ein Hinweis zu Gott selber. Römer 9, Vers 17. Dann lesen wir, die Schrift sagt zu Pharao,
Eben darum habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht zeige, auf dass mein Name verkündigt werde in allen Ländern. Die Schrift sagt zur Erfahrung, lesen wir in Vers 17. Nun, das ist ein Zitat aus 2. Mose 9, Vers 17. Ich muss mal zeigen. Dann sehen wir etwas Besonderes, wenn wir das vergleichen mit dem, was wir in Römer 9 sehen. 2. Mose 9, Vers 17. 16, Entschuldigung. 2. Mose 9, 16, da lesen wir, dass der Herr sagt, 4 Mose zu Pharao, zwar darum habe ich dich erweckt, dass meine Kraft an dir erscheine und meine Name verkündigt werde in allen Ländern. Wie spricht da der Herr? Problem in 2. Mose 9, es gab noch kein Schritt, es war der Herr persönlich, es wird später aufgeschrieben, wenn Mose in der Sinai-Wüste anfängt, das alles aufzuschreiben. Das ist, der Herr spricht hier zu Mose. Aber in Römer 9, sage ich nicht der Herr, aber die Schrift spricht zu Pharao. Das heißt, dieses Buch wird hier gleichgestellt an Gott selber, der spricht. Das gleiche sehen wir in Galater 3, Vers 8. Galater 3, Vers 8 sagt, die Schrift aber hat es zuvor ersehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie, das ist die Schrift, dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Die Schrift sagt zu Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Nun ist die Frage, wann hat ist das geschrieben? 1. Mose 12, Vers 3, das ist 500 Jahre vor Mose, da gab es überhaupt keine Schrift. 1., 2., 3., 4. Mose sind geschrieben von Mose, 1500 vor Christus. Abraham war da 500 Jahre zuvor. 1. Mose 12, Vers 3 sagt, ich will segnen, die dich segnen, fluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wer spricht da? Vers 1, der Herr sprach zu Abraham. Kein Schrift. Aber was sagt Galater 3, Vers 8? Die Schrift verkündigte Abraham, in dir sollen alle Heiligen gesegnet werden. Das Wort Schrift wird ersetzt mit Gott, der Herr. Aniko, ich habe eine Frage, Entschuldigung. Wieso Gott hat Moses erwähnt, dass er weil er war ein Mörder. Er hat Leute umgebracht. Ja. Er hat große Sünde gemacht. Genau, das ist eine gute Frage. Er wollte selber das Volk Israel erlösen, als 40-jähriger junger Mann, die am Hof von Pharao alle Weisheit bekommen hat, eine gute Ausbildung hat bekommen. Er war Jude. Ja. Hat gesehen, dass ein jüdischer Mann geschlagen wurde von einem Ägypter, hat gesagt, ich stelle mich für mein jüdisches Volk, hat dann diesen Ägypter getötet, weil er so böse mit einem anderen Juden gehandelt hat. Das kam raus und deswegen wollte Pharao Mose umbringen. Deswegen musste er fliehen. Das heißt, er wollte schon für sein Volk aufstehen, aber Gott hat gesagt, Mose, du bist körperlich stark, du hast eine gute Ausbildung, du hast einen Ruf, aber du musst erst noch 40 Jahre in der Wüste Bibelschule tun. Und nach 40 Jahren, war er 80 Jahre alt, hat Gott gesagt, mit dem brennenden Busch, nun musste mein Volk ausführen. Und dann hat Mose gesagt, hallo, ich habe anderen gesagt, Mose gesagt, ich will nicht mehr. Und sagt, nun bist du bereit. Nun habe ich dich bewährt, 40 Jahre lang, 40 Jahre Zahl der Prüfung, und nun kann ich dich nützen, um mein Volk auszuführen. Und das ist auch mit uns oft so. Von Natur haben wir die Neigung, etwas zu tun, wir müssen das tun und das tun, und auch als Christ. Und der Herr sagt, ich weiß das, wir sind ein bisschen wie Martha ab und zu, wir sind überall beschäftigt, wir möchten alle helfen und unterstützen. Und der Herr sagt, lerne von Maria, die saß an den Füßen Jesu, hat nur zugehört, und Gott hat gesagt, wenn ich dich brauche, Maria, dann kannst du etwas für mich tun. Und das war bei Mose auch so, er musste erst was lernen, er musste erst gebrochen werden, und dann konnte Gott durch ihn ein Segen sein für das Ganze. Ja, ja. Und das ist mit uns auch so. Ja. Er wird errettet und dann müssen wir warten auf den Herrn. Und dann sagt er, wenn wir bewährt sind, ab und zu auch durch Leiden und abhängig von ihm gebrochen sind, nun kann ich durch dich arbeiten. Ja, das ist wahr. Nun, wir sehen also zweimal, dass der Herr und die Schrift miteinander ersetzt werden können. Darum ist das so wichtig zu sehen, und jeder kann das sehen, kommunistische Länder, China, Nordkorea, ehemalige USSR, Sowjetunion, heute in Schia und Sunni Länder wie Saudi-Arabien, Iran. Dieses Buch ist ein verbotenes Buch. In früher, im dunklen Mittelalter, auch in der Schweiz, sind hunderte Leute verbrannt und getötet von der Inquisition, weil sie die Heilige Schrift hatten.
Das Buch ist verbunden mit dem lebendigen Gott. Also vergiss das nie, vor allem in den modernen Medien, na, die Bibel ist nicht Jesus. Nein, das ist das Buch mit dem Segen Gottes, der Atem Gottes darauf. Und nochmals, der Hass, die wir sehen heute auf Juden, ist ähnlich verbunden mit der Hass, die Leute heute haben auf dieses Buch. Wir sehen das unter Christen, die meisten Christen wollen nicht wissen von diesem Buch. Wir sehen es, wenn wir auf die Straße Evangelium in der Öffentlichkeit predigen, die meisten möchten nicht viel wissen von diesem Jesus. Das ist ein Gericht Gottes, wenn sie das Evangelium ablehnen, und da sollen sie sich einmal für verantworten müssen. So, ich möchte abschließen mit Psalm 12, Vers 9. Denn es wird allenthalben voll Gottlose, wo solche lose Leute unter den Menschen herrschen. Gottlose Leute sind lose Leute, die über Menschen herrschen, sie quälen, und oft tun sie das mit Worten. Wir haben heute eine Gesellschaft von gottlosen Menschen. Los von Gott. Speziell in den Medien, der Entertainment, der Unterhaltung, der Sport, der Musik, der Rock'n'Roll-Musik. Wir haben das hier, diesen großen Konzert hier in St. Gallen, heißt es auch wieder? Open Air. Open Air, eine gottlose Müllsache. Sünde wie Martin Luther King, Kennedy, Sinatra, all diese Popstars, Schmutzballer, wenn ich sie, Hure, die LGBTQ-Gruppe, die Sexperverse, die dargestellt werden, The Beatles, Madonna, wie schmutziger man heute ist als Entertainer, als Musiker, als Sportler, wie größere positive Presse man bekommt. Und weißt du, warum das ist? Die Art und Weise, wie de gottische Welt eine Person beherrscht durch Sünde, ist direkt verbunden mit de Maß von Publizität, die Person bekommt heute in der Öffentlichkeit. Je mehr gepriesen wird, je mehr von der gottische Welt kontrolliert wird. Dus er is niemand etwas Positives hören über een bibelgläubige Prediger, die met de Heilige Schrift een Segen is voor anderen. Er is nichts Positives zu hören. Er wird nur attackiert, wenn er een misselijke Kant wird. En dat is verbunden met gottlose, met de Antichrist, en lose Leute. En nogmaals, die Kriminalitätsquote is direct in Verbindung met de Maße van Publiciteit, die man aan immorale Leute gibt. Met andere Worte, in onze Presse, Schmutzball, nenne ich sie mal, verherrlicht, und sie zu sehen, die Mandatsquote hier, nur in St. Gallen alleine, wird nur steigen. Wenn die Medien heilige Leute zentral stellen und die Schrift zentral stellen, soll die Mandatsquote von selber nach unten gehen. Und das letzte ist nicht der Fall, es ist genau das Umgekehrte, weil der Mensch liebt die Sünde, deswegen ist die letzte Person, die aufkommt, nennen wir in der Rückung, der Mensch, der also eine Sünde personifiziert in Rom, und das wollen die Menschen hören. Er ist der Verbinder zwischen russischen und ukrainischen Soldaten, er ist der Friedenste zwischen Palästinenser und Israeliten und so weiter. Er ruft immer dauernd auf zu Frieden, aber ist der größte Kriegsführer und Unruhestifter, die es gegeben hat, weil er beide Parteien reizen kann, wie die selber das Sagen dann schlussendlich bekommen, die in diesem Mal verbunden mit Jerusalem als Hauptstadt für ihn selber, als Nachahmung von der Herrschaft Jesu Christus, der Berg Zion. Das ist, was sein absolute Absicht ist, weil er ist ein Lästerer, ein gottloser Mensch, und kann die Leute nur beführen, wenn er mehr Sünde dargestellt wird. Und das kann nur sein, wenn dieses Buch, die Heilige Schrift, Gottes Gegenwart, aus einer Gesellschaft, aus der Familie und aus der von neuem geborenen Gemeinde weggenommen wird. Deswegen halte fast, was du hast, aber niemand deine Krone nehmen. Und in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8, lesen wir: Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und meinen Namen nicht verleugnet. Das heißt, wenn wir Gottes Wort bewahren, wir haben kleine Kraft, doch er gibt eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Das ist Gottes Verheißung für uns in den letzten Tagen am Ende der Gemeindezeit. Amen. Also wir eine Pause machen und vielleicht noch mit einem Lied abschließen.